Servus Leute, heute haben wir hier wieder ein iPhone 7. Dieses iPhone 7 kennt ihr womöglich schon, das habe ich nämlich schon einmal hier gehabt, wo wir das Display gewechselt haben. Jetzt können wir auch mal testen, da das Display schon wieder kaputt ist, bzw. das Glas kaputt ist, können wir hier auch einmal testen, ob wir gut gearbeitet haben. Das heißt zum Beispiel der Kleber, der ringsrum ist, ob das halt alles vernünftig ist und auch, ja, den Fehler beheben, den ich mal bei diesem Display gemacht habe. Das heißt, hier war so ein weißer oder hellerer Punkt irgendwo im Zentrum, da wo halt dieser komische Chip sitzt, der halt nicht richtig ausgerichtet war. Den werden wir jetzt auch korrigieren und dann werdet ihr sehen, wenn man das Ganze richtig ausrichtet, dass alles perfekt ist. Also ein iPhone 7, wenn man das Ganze vernünftig betreibt, kann man super reparieren. Und auch der Kleber, den wir verwenden, muss man sagen, dass der auch vernünftig war. Deswegen ist die zweite Variante jetzt mehr oder weniger eine Nachfolgereparatur. Das heißt, diese Reparatur ist nicht so ganz mit dem Original verbunden, weil der Kleber vom Original viel komischer von der Konsistenz ist, ich würde sagen flüssiger in der Richtung. Also der ist auch hartnäckiger. Deswegen also kann man das nicht vergleichen jetzt mit der Originalreparatur. Auch es kann sein, dass an gewissen Stellen die Sachen verklebt sind, wo jetzt in diesem Video natürlich die Sachen wesentlich einfacher abgehen. Aber dazu werde ich dann auch die Worte erwähnen. Dementsprechend kann ich auch darauf hinweisen, weil ich genau weiß, wo ich beim ersten Teil zum Beispiel oder der ersten Variante meine Probleme hatte und wo das Ganze natürlich dann nicht so flüssig abging. Zunächst muss man natürlich erstmal die Pentalobschrauben unten beide lösen und dann brauchen wir einen Saugnapf und am besten erstmal natürlich eine Metallspachtel, um uns eine Lücke zu verschaffen. In meinem Fall geht es natürlich schon leichter, weil ich durch den Saugnapf und das leichte Erhitzen am Rand den Kleber schon flüssig bekomme. Ihr müsst es wahrscheinlich ein bisschen mehr erhitzen, durchaus möglich. Und vielleicht mit einer Metallspachtel halt euch einen Spalt verschaffen, hier an der unteren Kante, dort wo der Home-Button sind. Ihr müsst nicht tief eindringen, es reicht, wie gesagt, wenn sich dieser Displayrahmen vom Akkudeckel in Anführungszeichen einigermaßen löst und ihr dazwischen halt, ein paar Millimeter eindringen könnt. Ihr müsst, wie gesagt, nicht weit rein. Und nur den Kleber halt irgendwie zu beschädigen mehr. Um wer geht's nicht? Ihr könnt nicht tief eindringen, weil sich gerade an den Längsseiten auch noch der Rahmen befindet. Und dort sind halt die Füße, in Anführungszeichen, die dann in den Akkudeckel reinragen. Deswegen kommt ihr sowieso nicht allzu tief rein. Ihr müsst, ich würde mal jetzt sagen, am Home-Button natürlich die untere Kante lösen und die Längsseiten lösen. Die obere Kante könnt ihr nicht gut lösen, weil die noch eingehakt ist. Die ist ein bisschen problematisch. Da braucht ihr was etwas Flacheres zum Beispiel zum Eindringen. Ich benutze gerne diese Abhefter dafür. Die lassen, sind flexibel und können halt sehr gut in diese Lücke eindringen, sodass ihr da dort den Kleber halt etwas beschädigt, weil wir müssen das natürlich oben aushaken und dann zur Seite umklappen. Das ist nicht wie beim iPhone 6 zum Beispiel, wo wir es hochklappen können, sondern wir müssen es halt wie so ein Buch zur Seite aufklappen. Die Flexkabel befinden sich, wenn der Home-Button zum Beispiel zu euch zeigt, auf der rechten Seite circa erstmal mittig irgendwo und einmal an der oberen Kante. Das hat damit zu tun, dass zum Beispiel die Kamera zum Beispiel separat gekoppelt ist. Das heißt, wir haben nicht mehr eine Ecke, wo alle Flexkabel zu finden sind, sondern das Ganze wird ein bisschen aufgeteilt. Deswegen können wir hier nicht das Ganze hochklappen. Also wie gesagt, ihr müsst oben das Ganze aushaken. Das heißt so leicht, ihr könnt es ja leicht anwinkeln und dann versuchen halt nach unten wegzuschieben, so ganz leicht. Sodass ihr dann letztendlich oben aus der Halterung rauskommt und da müsst ihr das natürlich nicht zu weit schieben. Also das kann man nicht komplett runterziehen oder so ähnlich, das nicht. Aber halt nur so, dass der Kleber halt so weit beschädigt wird und dass wir den oberen Haken halt entfernen können. Der ist auch nur ein paar Millimeter tief eingehakt. Aber wie gesagt, wir können es halt nicht direkt umklappen, weil sonst bricht der Rahmen oder halt irgendwas anderes und das sollten wir ja definitiv vermeiden. Wir wollen es ja einigermaßen vernünftig ausbauen. Deswegen, also dann ein paar Millimeter runterschieben und dann halt aufklappen wie ein Buch. So, nun geht der Spaß weiter. Wie man sieht, das ist einigermaßen straff. Ihr könnt natürlich das Display so ein bisschen unterwandernd hinlegen. Das heißt, dass natürlich die Füße, die da sind,
unter dem Akkudeckel liegen, dann geht es einigermaßen. Aber ich kann es auch so halten, das ist alles kein Problem. So, nun werden dann hier 4 Tripoint-Schrauben gelöst. Ihr braucht dafür auch den richtigen Schraubendreher. Ansonsten sind die nämlich relativ schwer zu lösen. Weil in dem Schraubendreher-Set, welches ich normalerweise verwende, ist zwar ein Tripoint drin, aber die sind zu groß. Aber im Display-Reparatursitz ist auch ein Tripoint drin und der reicht für diese Reparatur vollkommen aus. Das Einzige, was halt benötigt, sind die Kreuzschraubendreher, weil die sind meistens echt qualitativ minderwertig, sodass man die halt nicht verwenden kann. Aber der Tripoint ist gar nicht mal so schlecht. Also für die eine Reparatur reicht der in dem Set halt wirklich aus. Da braucht man kein extra Set oder sonstiges. Ich habe die Kreuz noch nicht wirklich benutzt, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass die halt wirklich nicht gut sind. Deswegen wird man da wahrscheinlich einen Ersatzkreuzschraubendreher benötigen. Worauf man halt achten sollte, ist natürlich die Schraubenlänge. Das heißt, ihr solltet am besten vorsortieren, wo die Schrauben zu finden waren. Weil das iPhone ist berühmt und berüchtigt dafür, das Gewinde halt auf der Platine zu positionieren, sodass wenn ihr eine zu lange Schraube in ein kurzes Loch schraubt, dass ihr dort dann gegebenenfalls Leiterbahnen auf der Platine beschädigt, die dann halt sich darunter befinden. Deswegen bitte da achten, dass ihr auch wirklich alles gut sortiert und auch darauf achtet, dass die richtige Schraube später im richtigen Loch landet. Wenn ihr dann diese Abdeckung hier abhabt, könnt ihr dann einmal den Akku trennen natürlich. Das ist das Erste, was man immer machen sollte, bevor wir irgendwas anderes trennen. Natürlich lässt sich das nicht immer bewerkstelligen, weil wir nicht immer direkt an den Akku rankommen können, siehe iPhone 5S zum Beispiel. Aber zum Beispiel, wenn wir jetzt hier die Möglichkeit haben, den Akku zu trennen, sollten wir das natürlich als Erstes auch tun. Das ist immer sehr wichtig, gerade beim iPhone. Alles, was nach dem 6S, also 6S-Modell inklusive noch, erstellt bzw. herauskam, sagen wir es mal so, ist sehr anfällig darauf, dass wenn wir das Handy zum Beispiel gestartet haben und dann das Display anschließen, kann es dazu führen, dass unsere Backlight-Diode flöten geht, und das hat dann die Folge, dass wir dann kein Backlight haben und das Display eigentlich dunkel bleibt bzw. schon fast gar nicht erkennbar ist, dass das Handy überhaupt startet. Deswegen, gut. Danach müssen wir hier oben auch 2 Schrauben lösen. Ich glaube, das waren normale Kreuzschrauben, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und dann können wir halt die 3 Flexkabel, das heißt die 2 hier unten und das eine oben, vom Mainboard auch trennen und unterhebeln. Immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn ihr das Ganze natürlich macht, weil da könnten auch kleine SMD-Bauteile sein, die wollen wir halt nicht zwangsläufig mit abkratzen vom Mainboard, das wäre natürlich schlecht. Deswegen auch da ein bisschen vorsichtig agieren und halt nichts beschädigen. So, dann schließen wir einmal das Display natürlich zum Test an, das neue. Ist halt sehr wichtig, dass wir unser Display einmal vortesten, weil wenn einmal die Folien ab sind, hat man halt keine Gewährleistung bzw. Garantie mehr, dass die bei einer Beschädigung das Display an sich zurücknehmen. Ich wollte schon sagen, das Gerät, aber das wäre ein bisschen zu viel. Deswegen einmal anschließen, Akkukontakt anschließen und dann das Handy starten. Bitte die Reihenfolge beachten und später, wenn ihr das Ganze demontiert, natürlich auch wieder andersrum beachten. Das heißt, wenn ihr das Handy dann herunterfahrt, Akkukontakt trennen, Display trennen. Die Reihenfolge ist sehr wichtig. Liegt einfach daran, ab dem 6S-Modell, beziehungsweise auch das 6er-Modell normalerweise, ist sehr empfindlich bezüglich, wenn wir das Handy starten und dann ein Display anschließen, ist die Backlight-Diode schnell futsch. Durch einen zu hohen Stromfluss, nicht Stromfluss, aber zu hohe Spannung, die dann einfach für kurze Zeit anliegt, geht sie einfach kaputt und dann haben wir kein Backlight. Das ist dann natürlich dann miserabel und dann, ist die Reparatur dann letztendlich nur durch fachmännische Hilfe möglich, sagen wir es mal so. Deswegen also bitte die Reihenfolge wirklich beachten, ist sehr wichtig. Gut. Wenn wir das Display da angeschlossen haben und das Ganze natürlich starten, dauert der Startvorgang extrem lange. Liegt einfach daran, dass der Home-Button fehlt und auch die Frontkamera fehlt und das System danach sucht. Und deswegen dauert der Start vielleicht auch ein paar Minuten. Deswegen also jetzt nicht sich verunsichern lassen und irgendwie, Panik bekommen. Das ist ganz normal. Wie man sieht, kann ich in der Zeit schon mal die anderen Sachen demontieren. Das heißt, hier demontiere ich schon mal den Home-Button, fange ich schon an zu demontieren. Und der Home-Button ist halt so fixiert, sagen wir mal so. Wir müssen die 4 Tripoint-Schrauben lösen. Und
dann das Blech natürlich zur Seite tun und dann müssen wir natürlich den Kontakt trennen. Den Kontakt trennen wir, indem wir ihn eigentlich unterwandern, aber wir müssen noch das Flexkabel, welches dann zur Hitzeschutzplatte geht, festhalten. Das heißt, hier zum Beispiel drücke ich das auf dem einen Punkt runter, dass sich das nicht mit anhebt und trenne mit dem zweiten Plastiktool dann den Anschluss. Weil ansonsten kann es durchaus sein, dass wir dann irgendwas abreißen, weil der Anschluss von der Hitzeschutzplatte nicht fest geklebt ist. Deswegen lässt er sich einfach lösen. Und dann, wenn wir das Ganze zusammen anheben, ja, machen wir irgendwas kaputt, deswegen da vorsichtig sein. Der Home-Button wird dann so entfernt, dass er dann in Richtung Display herausgenommen wird. Das heißt nicht, dass wir ihn durchdrücken, sondern ihr müsst von der anderen Seite den nach vorne hin wegholen. Da bitte auch bei beachten, ihr müsst das Flexkabel vorher natürlich gelöst haben, weil ansonsten klebt es fest und ich kriege den Home-Button natürlich nicht raus. Deswegen das Flexkabel vorsichtig unterwandern. Und das ist auch wichtig, weil wenn das Flexkabel kaputt geht, ist euer Home-Button zwar defekt, diesen kann man zwar ersetzen, aber die Touch-ID ist damit dann Geschichte, weil die Touch-ID ist wirklich mit dem Mainboard gebunden. Das heißt, auch wenn ihr ein vormontiertes Display bekommt oder habt, müsst ihr den Home-Button übernehmen, weil ansonsten habt ihr diese Touch-ID-Funktion halt nicht. Den eigentlichen Druck, sagen wir mal, den Home-Button-Druck, der funktioniert immer. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, wie gesagt, nur die Touch-ID, die ist mit dem Mainboard verheiratet und die kann durch einen anderen Home-Button, sei es auch ein Original-Home-Button, ja, nicht kopiert werden. Man kann natürlich durch aufwendiges Reparieren das Ganze wieder herstellen, aber das will ich keinem zumuten. Das ist dann schon eine professionelle Tortur, sagen wir es mal einfach so. Dann können wir natürlich noch oben einmal die Hörmuschel entfernen, dafür einmal das Blech und ja, die 6 Schrauben entfernen sind das. Nicht alle sind direkt auch für ja, das Blech zuständig. Ich glaube, nur 3 Schrauben sind für das Blech an sich zuständig. Die anderen 2, die ja unten mehr oder weniger zum Display ragen, sind nur für die Hörmuschel zuständig. Und ja, die Schraube links, ja, würde man sagen, die links in der Ecke, die hat eigentlich an sich keinen fixierenden Zweck. Sagen wir es mal so, aber muss halt trotzdem entfernt werden, weil wir halt das neue Display einfach übertragen wollen. Ich weiß nicht genau, was die da halt soll, aber wir machen es halt komplett. Dementsprechend muss die Schraube halt übernommen werden, ganz einfach gesagt. Deswegen, ja. So, dann einmal die Frontkamera natürlich hochklappen, die Hörmuschel kann dann entfernt werden und nun müssen wir uns dann dem Flexkabel widmen. Wir können dann auch noch die Sensoren aus den jeweiligen Halterungen rausholen, weil die natürlich da noch eingeklemmt sind. Und ja, dann beginnt halt eine schöne Tortur, weil wenn das Ganze im Originalzustand ist, ist das Ganze natürlich ein bisschen stabiler als das, was wir jetzt hier haben, weil ich, glaube ich, meinen eigenen Kleber verwendet habe und der ist ein bisschen flexibler, sodass, wie soll ich es erläutern, ich das Ganze besser abbekomme, ganz einfach gesagt. Ihr müsst da ein bisschen aufpassen. Das Flexkabel ist natürlich dünn, ihr sollt es natürlich nicht übertreiben oder durchschneiden, deswegen sollten scharfe Gegenstände vermieden werden. Benutzt am besten Plastiktools, die sind dafür immer sehr gut geeignet. Und deswegen müsst ihr das Flexkabel dann versuchen zu unterwandern. Das Schwierigste ist mehr oder weniger den ersten Punkt zu finden, weil das Ganze sehr ja, umwegig ist da drin. Deswegen, also da müsst ihr euch dann mal schauen, wie ihr das Ganze natürlich dann gelöst bekommt. So, haben wir das gelöst. Fehlt noch die Hitzeschutzplatte, die ist dann mit den 6 Schrauben, die sich dann an den Füßen vom Displayrahmen befinden, noch fixiert. Die müssen wir einmal lösen. Dann müssen wir natürlich noch schauen, weil das Flexkabel, welches wir natürlich vom Display haben, unter der Hitzeschutzplatte verläuft und das ist dann noch verklebt mit der Hitzeschutzplatte. Bei uns lässt sich das natürlich relativ einfach lösen. Bei euch, wenn das im Originalzustand ist, geht es natürlich schwieriger. Deswegen müsst ihr da ein bisschen aufpassen, dass ihr ja, mit einem Plastiktool oder so, einfach mal an der unteren Kante, dass das alles, was jetzt so zwischen Homebutton und dem Flexkabel liegt, entlang geht. Das ist dann so ein ja, relativ dickes Flexkabel. Deswegen muss man das auch flächig lösen und normalerweise, wenn man es gut ein bisschen vielleicht erwärmt auch noch und das Ganze dann unterwandert mit einem Plastiktool, sollte man das eigentlich relativ einfach abbekommen. Nun müsst ihr dann euer neues Display mal unter die Lupe nehmen auch. Liegt einfach daran, dass ihr schauen müsst, ob ihr natürlich die Halterung für die Frontkamera und die Sensorik halt habt. In den meisten Fällen ist es so, dass die nicht vorhanden ist, deswegen müsst ihr die aus dem alten Display auch einfach entfernen. Das geht meistens mit einer Pinzette recht gut, indem ihr das dann versucht zu unterwandern. Und ja, am besten noch aufpassen, dass euch die jeweilige Halterung halt nicht durch die Gegend fliegt, weil wenn die einmal weg ist, ist es natürlich schlecht.
Ja, wenn ihr das Ganze wieder zusammensetzen wollt, fangen wir natürlich mit der Hitzeschutzplatte einmal hier an. Die muss halt richtig positioniert sein. Achtet auf das Flexkabel. Kann durchaus sein, dass bei euch ja sich die Hitzeschutzplatte sofort mit dem Flexkabel wieder verklebt so ein bisschen, dass ihr es nicht richtig ausrichten könnt. Aber ihr müsst halt achten, dass dieser silberne Streifen, der hier zu sehen ist auf dem Flexkabel, parallel und nicht irgendwie schief ja, zu der Hitzeschutzplatte liegt. Das ist halt sehr, sehr wichtig. Und auch muss man halt darauf achten, dass ja, das Flexkabel unter diese Kante hier geht. Das heißt, hier ist auf so einer Hitzeschutzplatte so eine kleine Kante, so eine Erhöhung, und da muss das Flexkabel für gewöhnlich eigentlich auch drunter. Danach das Ganze natürlich mit den 6 Schrauben wieder fixieren und dann kommen wir zum nächsten Bauteil. Natürlich, wenn ihr das Ganze mit der Hitzeschutzplatte fehlerhaft gemacht habt, werdet ihr das schnell merken, wenn ihr das Ganze natürlich zusammenbaut, dass ihr dann einen weißen Punkt habt. Der äußert sich erst wirklich, wenn das Display auch in der Fassung drin liegt. Aber okay, kommen wir zurück. Jetzt haben wir den Home-Button. Der muss natürlich wieder, so wie rückwärts herum beim Ausbau, einmal hindurchgeführt werden durch das Loch. Dann natürlich das Flexkabel in die richtige Position legen. Das Flexkabel von der Hitzeschutzplatte muss dann ja eigentlich drüber liegen über dem Flexkabel und dann wird ja der Anschluss so gesehen umgeklappt auf die Hitzeschutzplatte, auf den Anschluss. So kann man es halt formulieren. Das Ganze dann natürlich anschließen, aufpassen, ganz leicht festdrücken. Wenn das Ganze nicht richtig liegt, passt es natürlich nicht, deswegen aufpassen. Normalerweise hat man noch solche Nippels, die das Flexkabel ausrichten. Darauf kann man auch immer gern achten. Und wenn das Ganze richtig liegt, das Ganze noch ein bisschen flach streichen, das Flexkabel, dass es auch dann auch einigermaßen am Rahmen noch haftet mit dem Restkleber. Vielleicht auch mit neuem Kleber nachhelfen, mit B7000 halt, weil das ein flexibler Kleber ist. Ich würde hier keinen Sekundenkleber nehmen, um Gottes Willen. Wenn ihr das Ganze nochmal entfernen müsst irgendwann, ist das Ganze sehr, sehr schlecht zu machen. Deswegen also da bitte flexiblen Kleber verwenden, der sich später auch einfach entfernen lässt. Und dann, wenn ihr soweit fertig seid, natürlich das Blech oben drauf und das Ganze mit den 4 Schrauben wieder fixieren. Ja, wenn wir damit fertig sind, kommen wir dann zur Frontkamera. Das Spiel ist auch relativ einfach. Ja, wie gesagt, hier zunächst mal die Fassungen einkleben von der Frontkamera und von dem Sensor, weil es eigentlich nur eine Fassung ist, die halt noch ergänzt werden muss. Natürlich darauf achten, dass die Linse an sich sauber ist, dass da kein Kleber natürlich reingelangt ist. Das ist halt wichtig, weil der kann dann halt dazu führen, dass der Sensor oder die Kamera halt nicht richtig funktionieren. Oder funktionieren, wie sie soll, sagen wir es mal so. Dann das Flexkabel einlegen, vielleicht auch noch festkleben, das Ganze mit B7000. Weil ich weiß nicht, ob da jetzt so ein Klebepad war. Da halt auch drauf achten. Und dann richtet sich normalerweise das Flexkabel auch aus. Das heißt, wir haben bestimmte Fixpunkte, wie solche Nippels wieder an dem Displayrahmen. Und da kann man das Ganze dann meistens immer ran raus. Daran kann man das Ganze immer ausrichten. Ja, dann natürlich die Hörmuschel einlegen, wenn alles wieder soweit ist. Natürlich darauf achten, dass die Pinne der Hörmuschel auch übereinstimmen mit den Punkten vom Flexkabel. Das ist halt wichtig, weil ansonsten haben wir halt keine Hörmuschel, kann man jetzt so sagen. Und danach müsst ihr halt alle Schrauben einmal wieder anbringen. Das heißt, die ganzen 6 Schrauben dort wieder hineinschrauben, wo sie auch vorher waren. Das ist halt wichtig.
Dann einmal das Display natürlich wieder anschließen, das heißt auch alle Funktionen anschließen, auch oben die Frontkamera etc. Dann den Akku wieder anschließen, Handy starten. Jetzt wollen wir gucken, ob die Touch-ID funktioniert, ob Frontkamera, Sensorik etc. pp. Funktioniert, und das machen wir halt so. Touch können wir auch mal noch testen. Natürlich Touch wieder mit demselben Prinzipium wie vorher. Eine App nehmen, durchs Bild streichen, mal die Tastatur auch aufrufen, ist auch gut. Und dann alle Tasten einmal, also alle Buchstaben einmal durchgehen. Frontkamera ist ganz einfach, die App einfach dafür nutzen. Sensorik, Helligkeitssensor. Natürlich müssen wir dann in den Einstellungen kurz gucken, ob wir die Display-Anpassung und die Helligkeitsregelung eingeschaltet haben. Dann können wir die Helligkeit einmal komplett runterfahren. Gehen dann mit einer Taschenlampe an den Sensor, das heißt irgendwo oben da, wo, ja, über der Hörmuschel plus minus. Das reicht vollkommen aus. Und dann sollte normalerweise die Helligkeit sich nachregulieren und hochfahren. Ist das nicht der Fall oder macht es halt, naja, keinen großen Sprung und fährt die Helligkeit nicht voll auf, passt irgendwas nicht zu 100%. Dann den Annäherungssensor, ganz einfach. Dafür kurzerhand eine WhatsApp-Sprachnachricht abspielen, dann die Hand über den Sensor legen. Das sollte dann dazu führen, dass er vom Lautsprecher dann auf die Hörmuschel überschaltet. Wenn dies nicht geschieht, dann stimmt was mit dem Annäherungssensor vielleicht nicht. Kann sein, dass er schon verdeckt ist, kann aber auch sein, dass er defekt ist. Da muss man jetzt unterscheiden und das Ganze natürlich vielleicht mal ausbauen, nochmal probieren, ein bisschen rumfummeln. Kann durchaus sein, dass Kleber dazwischen gekommen ist, dadurch ist er dann verdeckt und reagiert halt nicht mehr richtig. Da sollte man halt aufpassen. Deswegen einfach mal drauf achten. Jetzt können wir auch schon das Display einigermaßen vielleicht auch ein bisschen einsetzen schon so in den Rahmen. Das heißt, dass wir dann dazu ja das Ganze provozieren, dass letztendlich vielleicht der Fehler, den wir durch den hellen Punkt halt mal hatten, dass dieser halt hervorgerufen wird. Wenn wir das Ganze natürlich richtig gemacht haben, sollte natürlich nichts passieren. Ganz einfach gesagt. Deswegen, das kann man vielleicht dadurch ein bisschen schon mal testen, bevor man halt alles wirklich zusammenbaut. Ansonsten haben wir halt nur ja keinen anderen weiteren Sensor. Annäherungssensor, Touch-ID. Gut, wenn man die Hand dann wieder wegzieht, sollte die Sprachnachricht natürlich beendet werden. Das heißt stoppen. Ja, ansonsten kann man den Home-Button dann noch testen, halt der Druck, ob der da ist, ob der gut ist. Und die Touch-ID sollte ja sofort von Anfang an erkannt werden, weil sonst wird er sofort meckern und sagen, Touch-ID nicht gefunden. Ja, wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr das Handy wieder runterfahren und dann können wir das Ganze dann weiter zusammensetzen. Ist alles dann in Ordnung, müsst ihr einmal wieder das Handy runterfahren, Akku trennen, Display entfernen leider, geht halt nicht anders. Und dann das Ganze natürlich hier den Kleber anbringen. Dann natürlich muss er richtig rum angebracht werden, deswegen da aufpassen, dass das Ganze auch vernünftig macht. Den dann in das Handy soweit einlegen, darauf achten, dass er auch passt. Besser unten vielleicht einen Millimeter Spalt lassen, ganz kleinen Spalt lassen. Und dann das Ganze nach oben hinlegen, weil wenn wir das Ganze natürlich sehr an den Rand legen, kann sein, dass das Ganze zu unten zu kurz ausfällt. Das heißt, dass wir da dann vielleicht den Kleber nicht am Rand haben oder auf der Eckkante halt haben im Akkudeckel, sondern eher dann irgendwelchen Komponenten. Deswegen da vielleicht ein bisschen Spiel lassen, das Ganze nicht zu eng anlegen. Danach einfach das Ganze mit dem Plastiktool glatt streichen, weil ansonsten hebt sich der Kleber später, wenn wir natürlich die Folie entfernen, wieder mit ab. Deswegen, und der Kleber ist normalerweise, ich habe mal einen bestellt gehabt, der ist auch sehr schön aufgebaut gewesen. Das heißt, wenn wir jetzt die Folie entfernen, ist dann noch eine Folie drunter, in Anführungszeichen, und die lässt sich dann ringsherum entfernen. Das heißt, wir können das Handy ganz super normal anschließen, ohne dass der Kleber dann schon irgendwas, dass der Kleber schon haftet. Ja, in unserem Fall ist es leider jetzt nicht der Kleber, den ich beim ersten Versuch hatte. Deswegen ist der Kleber jetzt schon offengelegt sozusagen. Deswegen müssen wir da ein bisschen aufpassen, dass wir, nicht den Kleber halt beschädigen oder halt unsere Finger
auf den Kleber touchen. Weil dadurch sind da die Klebekräfte dann beeinträchtigt. Gut, das Handy wird eh nie wieder wasserdicht sein, das kann ich schon vorne hinein sagen, weil Apple macht das Ganze natürlich maschinell und anders mit Druck, Hitze und Co. Das ist natürlich dann ein genaues Mischverhältnis von dem Ganzen. Das heißt, so viel Druck bei der Hitze und dann hat man das optimale Ergebnis. Und das kann ich halt nicht erzeugen. Ich kann halt gegebenenfalls mit dem Heißluftföhn das Ganze ein bisschen versuchen warm zu machen, also nicht auf eine übertriebene Temperatur bringen und dann später ein Gewicht draufstellen. Aber so gut wasserdicht, wie es mal war, wird es halt nicht mehr sein. Das sollte man definitiv erwähnen. So, der Kleber ist jetzt offen, das heißt, wir müssen gleich das Display wieder anschließen. Der Akkukontakt ist ja noch getrennt. Wenn es mal sein sollte, dass der Akkukontakt noch angeschlossen ist, einfach wieder trennen. Ist nichts Schlimmes, ihr könnt ja nicht sehen, ob das Handy gestartet ist oder so, aber wenn den Akkukontakt trennt, passiert nichts Schlimmes. Aber bitte nicht, während der Akku angeschlossen ist, das Display anschließen. Das ist tödlich. So, deswegen also einmal dann das Display anschließen. Dann könnt ihr gegebenenfalls auch schon oben die Platine, nicht die Platine, sondern schon die Abdeckung von dem Flexkabel, vom Annäherungssensor, Frontkamera etc. pp. Da könnt ihr die schon festschrauben, dann Akkukontakt anschließen, dann kommt auch das nächste Blech drauf vom Flexkabel, vom Display etc. Und ja, dann würde ich das Ganze nochmal leicht umklappen, vielleicht die Folie auch drunter legen unter das Display, dass ich das nicht mit dem Rahmen oder mit dem Kleber verbinden kann. Dann nochmal alle Funktionen testen, weil je nachdem, ob das Flexkabel jetzt richtig angeschlossen ist, ne, kann es halt sein, dass eine Funktion halt oder der Touch zum Beispiel stellenweise ohne Funktion ist. Und dann wäre es schade, wenn wir das Ganze jetzt zusammensetzen und auf einmal, ja, das Flexkabel hat nicht zu 100% ist nicht zu 100% angeschlossen und das führt dann halt dazu, dass wir das Handy wieder zerlegen müssen. Das ist natürlich dann schlecht und dann brauchen wir einen neuen Kleber. Gut, der kostet jetzt nur 2-3 Euro, aber trotzdem muss man das halt nicht noch draufschlagen zu der Reparatur. Deswegen bin ich immer dafür, bevor ich alles komplett wirklich zusammensetze, wäre jetzt kein Kleber da gewesen, wäre, ist das ja auch nicht schlimm, aber das Ganze mit dem Kleber wieder zu entfernen, ist halt ein bisschen blöd. Deswegen teste ich nochmal die Funktion, bevor ich das Ganze natürlich verklebe nochmal und wenn alles dann stimmt, wird es dann zusammengesetzt. Dann beginnt das Gefummel. Natürlich müssen wir das Handy dann umklappen, dann oben einschieben sozusagen. Das ist natürlich ein bisschen problematisch, weil jetzt haben wir Kleber hier drüber. Deswegen ist das mit dem Kleber immer so eine Sache. Das haftet ja sofort, sobald ich an dem Displayrahmen an den Kleber drankomme. Und das Hochschieben ist dann ein relatives Problem, würde ich jetzt mal so behaupten. Aber es geht. Dann halt ein bisschen gefühlte Kraft anwenden. Natürlich kontrolliert alles, dass wir nichts kaputt machen. Und das Ganze so weit hochschieben, bis es an der Kante halt ankommt. Und dann Stück für Stück das Ding einrasten lassen. Schafft ihr es nicht, die untere Seite, dort wo der Home-Button halt ist und die später die Pentalobschrauben reinkommen, die Füße halt reinzudrücken. Und das auch nicht mit geschmeidiger Kraft, würde ich jetzt mal behaupten. Dann passt das Ganze oben natürlich nicht so ganz. Das heißt, ihr müsst natürlich dann wahrscheinlich eher wieder die Eckkanten ein bisschen entfernen, um das Ganze weiter hochzuschieben. Ich würde nicht empfehlen, mit übertriebener Kraft das Ganze reinzudrücken. Natürlich könnt ihr die Eckkanten versuchen reinzudrücken. Irgendwie fluppt es dann vielleicht doch mal rein. Aber es kann mal schnell der Fall sein. Deswegen mache ich jetzt zum Beispiel auch wieder auf, dass die Füße abbrechen. Und das sollte man natürlich vermeiden, weil die Pentalobschrauben dann natürlich nicht mehr halten oder nicht mehr passen, besser gesagt. Und das ist natürlich schlecht. Deswegen muss die obere Kante stimmen. Das heißt, dort, wo die Hörmuschel ist, die Kante, die Linie, die Breitenkante, kann man sagen, muss stimmen, weil sonst passt es halt unten nicht. Der Millimeter, der halt oben dann nicht richtig sitzt, fehlt uns dann unten oder überhängt sozusagen unten. Und das ist dann halt das Problem, warum man die Füße da nicht richtig reingedrückt bekommt. Das Ganze ist sehr kompakt gehalten, deswegen ist es einfach so. Da muss man halt sehr exakt arbeiten. Zum Schluss kommen dann noch die Pentalobschrauben rein und dann seid ihr fertig.
Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Reparatur, viel Erfolg auch. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr diese gerne stellen. Wenn ihr Probleme habt, irgendeinen Lösungsvorschlag braucht, Hilfe braucht, könnt ihr mir auch gerne schreiben hier in den Kommentaren oder bei Instagram, wie ihr wollt. Helfe ich sehr gern. Muss allerdings auch Zeit dafür finden. Da ich manchmal im Stress bin, kann es sein, dass auch eine Antwort mal ein bisschen länger dauern kann. Ich werde aber versuchen, alles zeitnah zu beantworten und auch so gut wie möglich zu beantworten. Ich werde euch dann aber auch nicht, wie soll man es sagen, jetzt sagen wir irgendwas vom Himmel herbeiholen. Das heißt, ich werde auch schon alles realistisch beurteilen, was machbar ist, was logisch ist und was sich auch lohnt. Sagen wir es mal so. Deswegen also, da werde ich auch keine großen Geschichten erzählen. Wie gesagt, ansonsten viel Spaß, viel Erfolg auch und man sieht sich dann im nächsten Video. Bis dann!